Fino adesso siamo abbastanza contenti di come sono andate le cose nella Ebel e siamo sul secondo posto, quindi non possiamo certo lamentarci. Adesso però bisogna tirare avanti e continuare a vincere per mantenere questo ritmo. Siamo belli freschi dopo la pausa, quindi secondo me siamo pronti per espugnare il Dornbirn domani. Ma il lap bis normo. Als Mannschaft, also die Ergebnisse passen, wir sind Zweiter mit einem Punkt Rückstand auf den Ersten. Und ja, wo wir wissen, dass wir noch viel besser spielen können. Also nicht alle Spiele, die wir gewonnen haben, haben wir auch gut gespielt. Aber wir richten es, die Punkte zu holen, und das ist das Wichtigste. Und das Spiel wird schon noch kommen, dass es auch noch besser wird. Domani Dornbirn, il Messe Stadion è sempre stato uno stadio piuttosto ostico per il Bolzano. Cosa bisogna fare con una squadra come quella dei Bulldogs che avete già affrontato quest'anno? Sì, rimanere con i piedi per terra e giocare con la grinta e col cuore, perché è una bella squadra. Anche qui in casa abbiamo vinto soltanto 2-1, quindi sì, sarà una bella gara. Ja, ich weiß, dass in Dornbirn nicht leicht ist, das Spiel. Wir haben auch mit Stürzing ein paar Mal gespielt gegen Bregenzer Wald, und das ist nicht leicht zu spielen. Wir haben es am Arm hart getan, aber ich glaube, wir wissen, dass es nicht leicht ist, und deswegen werden wir uns auch dementsprechend einstellen und alles geben, dass wir wieder die drei Punkte holen.